Dieses Haferflockenbrot gehört dank meiner neuen Lieblingszutat mittlerweile zu meinem absoluten Lieblingsbrot. Super zum Abnehmen und wie das gebacken wird, zeige ich dir jetzt. Mein Buch Frisches Brot mit 60 außergewöhnlichen Rezepten bekommt ihr überall online bei Amazon und in jeder Buchhandlung vor Ort. An dieser Stelle noch eine kleine Bitte. Wenn ihr jetzt auf den Abonnier-Button drückt, dann helft ihr mir dabei, dass mein Kanal weiter wächst und ich auch in Zukunft weiter Videos für euch drehen kann. Für unser Rezept brauchen wir als erstes 240 Gramm gemahlene Haferflocken bzw. Hafermehl. 60 Gramm Kartoffelstärke, ihr könnt auch Maisstärke nehmen. Und meine Geheimzutat, 60 Gramm Sorghummehl, das ist eine Hirseart. Und etwa 1,5 Teelöffel Salz. 100 Gramm gemischte Kerne und 14 Gramm Flohsamenschalen. Das Ganze gut miteinander vermischen. Dann brauchen wir 400 Milliliter warmes Wasser und darauf gebe ich 3 Esslöffel geschmacksneutrales Öl. Einmal verrühren und einfach in die Schüssel. Und vermischen. Am Anfang sieht das noch flüssig aus. Ihr seht, der Teig ist schon richtig fest geworden. Die Schüssel decke ich ab und lasse den Teig 20 Minuten quellen. Ihr braucht nun ein mit Backpapier belegtes Backblech. Formt den Teig, wie ihr den möchtet, und dann kommt er aufs Backblech. Dann nehmt ihr nochmal einen Körnermix eurer Wahl. Und auf dem Brot verteilen. Meinen Backofen habe ich vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich mein Brot nun für 70 Minuten. Schaut mal, wie schön das von innen aussieht. Dieses Sorghummehl gibt dem Brot so einen unfassbar leckeren Geschmack und schmeckt nicht so typisch nach einem Haferflockenbrot. Woher ihr das Sorghummehl bekommt, das schreibe ich euch in die Infobox. Ihr könnt das auch mit ganzen Haferflocken machen, das geht natürlich auch. Aber Hauptsache, ihr probiert das aus. Und wenn ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir sehen möchtet, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, damit ich auch weiter Videos für euch drehen kann. Bis zum nächsten Mal.